Trax, was hast du da im Schnabel? Trax, was hast du da im Schnabel? Trax, mit vollem Mund spricht man nicht. Okay. Und was hattest du da im Schnabel? Du Vollpfosten, das ist eine Banane, weißt du das nicht? Also Trax, du bist heute wieder mal ganz schön frech auf dein Alter. Aber warum hast du die Banane weggeworfen? Das ist die gesunde Jause, die habe ich jetzt zu den Kindern ins Wohnzimmer geworfen. Eine coole Idee, Trax. Und sag mal, welches Datum haben wir heute? Keine Ahnung. Dreh dich doch mal um, dann siehst du's. Oh, Freitag, der 9. April, letzter Schultag in dieser Woche. Viel Spaß, Kinder! Ja, jetzt sind wir im Trax-Buch Teil B, Seite 120. Und diese Aufgabe ist eine kleine Herausforderung. Du sollst immer ein Kärtchen aus der blauen Reihe nehmen mit einem Kärtchen aus der gelben Reihe als Plusrechnung machen. Und das Ergebnis muss aber ein Kärtchen aus der grünen Reihe sein. Schauen wir uns das einmal ein bisschen gemeinsam an. Deswegen habe ich mir hier ein Blatt Papier dazu genommen. Wir probieren einmal aus 17 plus 24. 10er, 1er. Such dir wieder die Rechenart aus, wie du es am besten kannst. Und das Ergebnis sollte auf jeden Fall stimmen und ist in dem Fall 41. Jetzt musst du überprüfen, kommt 41 hier vor? Und wie du siehst, es kommt nicht vor. Das heißt, diese Rechnung brauchst du nicht aufschreiben. Das, was ich hier aufschreibe, das machst du nämlich natürlich im Kopf. Die nächste Möglichkeit wäre 17 plus nächstes Kärtchen von gelb, 17 plus 28. Wenn du das ausrechnest, kommt heraus, ja, ich habe schon gehört, 45. Jetzt wieder überprüfen, kommt 45 bei den grünen Kärtchen vor? Tatsächlich, diese Rechnung schreibst du also auf. Und so machst du das mit allen anderen. Du probierst weiter. 17 plus 47. Das ergibt, ja, ich habe schon gehört, ergibt 64. Wieder der Blick, kommt 64 hier vor? Tatsächlich, das heißt, diese Rechnung wird aufgeschrieben. Letzte Möglichkeit mit 17 wäre 17 plus 55. Und das ergibt, ja, da war es schon im Hintergrund zu hören, 72. Wir überprüfen, kommt 72 hier vor? Nein, diese Rechnung wird daher nicht aufgeschrieben. Dann gehst du das Ganze mit 21 durch. 21 plus 24 ergibt, ja, schon gehört, 45. Kommt 45 hier vor? Richtig. Diese Rechnung wird also auch aufgeschrieben. Nächste wäre 21 plus 28. Und das ergibt, korrekt, 49. Kommt 49 hier vor? Nein, diese Rechnung schreibst du daher nicht auf. Die nächste wäre 21 plus 47. Und das ergibt, ja, habe ich auch schon gehört, 68, aber 68 kommt hier nicht vor. Und dann bleibt noch 21 plus 55 und das ergibt 76. Das hast du richtig gerechnet. Und 76 kommt aber hier auch nicht vor, das heißt, diese Rechnung wird auch nicht aufgeschrieben. So, weiter geht's mit 23. 23 plus 24. Das ergibt 47. Hast du richtig gerechnet? Kommt auch nicht vor.
bei den Ergebniskärtchen. 23 plus 28 ergibt, richtig, 51. Ah, da haben wir wieder einen Volltreffer gelandet. Diese Rechnung darfst du wieder aufschreiben. 23 plus 47, das ergibt 70. Aber 70 kommt nicht vor, deswegen schreiben wir es nicht auf. Und dann haben wir die letzte Möglichkeit mit 23, die wäre 23 plus 55 und das ergibt 78 und das finden wir bei den grünen Kärtchen auch nicht. Also auch nicht aufschreiben. So, weiter geht's. Die letzte Möglichkeit wäre mit 36. 36 plus 24 ergibt, zusammenrechnen, ja, das hast du gut gerechnet, ergibt 60, aber 60 kommt hier wieder nicht vor. Die nächste Möglichkeit ist dann 36 plus 28 und das ergibt, ah, jetzt lasse ich dir mal ein bisschen Zeit zum Rechnen, richtig, 64, 64, oh, wir haben wieder einen Volltreffer, diese Rechnung wird dann aufgeschrieben. 36 plus 47. Eine schwierige Rechnung, schön langsam, aber du schaffst das. Machen wir mal miteinander. 36 plus 40, wenn wir ohne den 7 dabei rechnen, sind so viel wie, richtig, 76 und jetzt noch die 7 dazu. Stimmt, 83. 83 haben wir hier als grünes Kärtchen, das heißt, diese Rechnung schreibst du auch auf. Und die letzte Möglichkeit ist dann 36 plus 55. Das rechnen wir auch noch schnell aus, zum Beispiel mit einer anderen Möglichkeit. 36 und zuerst die 5 Einer dazu. Das heißt, wir kommen auf 41 und noch 5 Zehner sind dann 91. Diese Zahl kommt aber hier nicht vor, also schreiben wir diese Rechnung nicht auf. So sieht das dann bei dieser Aufgabe aus. Ist eigentlich natürlich viel zum Rechnen, aber du schaffst das. Nummer 2 bietet dir wieder die Kontrollzahlen als Ergebnisse. Achtung, eine bleibt über, das kennst du schon. Und Nummer 3, da hätte ich gerne wirklich, dass du immer bei der Rechnung das Ergebnis dazu schreibst, bevor du das Zeichen machst. 18 plus 14 ist nämlich, richtig, 32. Und jetzt überlegst du, ist 32 größer, kleiner oder gleich 35 und schreibst dann das richtige Zeichen hinein. Also immer das Ergebnis drüber schreiben. 17 plus 51 ist, Trax, hast du es schon? Na klar, 68. Super. Und jetzt überprüfen wir noch, 68 ist größer, kleiner oder gleich, ist natürlich größer. Bitte wirklich immer die Ergebnisse der Plusrechnungen darüber oder auch darunter schreiben, wie du es lieber hast. Die Nummer 4. Rechenautomaten. Fast schon Computer. Hier heißt es. 33 plus 16, Ergebnis kommt hier hinein. Wie viel ist denn 33 plus 16? Korrekt, 49. Hier 28 plus 22 ist gleich, habe ich auch schon gehört, 50. Jetzt nach unten genauso, 33 plus 28 ergibt 61, 16 plus 22 ergibt 38 und jetzt überprüfen, die zwei zusammen ergeben hier ein Ergebnis. Schauen wir mal, 49 plus 50 ist fast schon 100, nämlich 99. Das muss aber jetzt das gleiche Ergebnis hier sein.
Das heißt, 61 plus 38 müssten auch 99 ergeben. Trag, stimmt das? Na sicher, ich bin ja nicht dumm, wenn ich ein Mathematikbuch schreibe. Na gut, die restlichen schaffst du. Wenn nicht, fragst du Professor Trax. Aber sicher! Ja, am letzten Tag dieser Schulwoche, am Freitag, geht's um Wörter mit ST. Und auch das bekommst du diesmal von mir wieder aus dem Homeoffice. Wörter mit ST durchlesen und dann im Wörterbuch suchen. Vielleicht findest du sogar mehr als die, die hier stehen. Ich hoffe, du hast das Wörterbuch auch mit. Zu Hause, meine ich. Die Nummer 4 heißt, verbinde die passenden Sätze. Auf der Straße. Was könnte hier auf der Straße sein? Was passt da gut dazu? Straße und Autos. Jawohl, richtig so. Und dieser Satz gehört zusammen. Und die anderen findest du auch. Und die Nummer 5. Da fehlen ST-Wörter. Und ich habe dir im Wochenplan schon 4 mögliche aufgeschrieben. Die schaust du dir bitte an und versuchst, das Richtige hier jeweils einzusetzen. Das war's auch schon aus dem Sprachbuch. Und im Arbeitsheft haben wir passend dazu eine ST-Seite. In der Übung Nummer 1 geht es darum, groß oder klein. Und ich sagte eins, ich möchte einen Unterschied zwischen dem großen S und dem kleinen S erkennen. Das große S muss größer sein als das kleine. Bitte, bitte, bitte. Und schreib schön, so schön du kannst. Bei der Nummer 2 kommt beide Mal das gleiche Wort. Es hat in diesem Fall 2 Bedeutungen. Kennst du einen Vogel mit St am Anfang? Oder St? Der nicht fliegen kann, der nur laufen kann. Kleiner Tipp, im Tierlexikon ist er drinnen. Und die nächste Frage, mein Papa bringt mir einen Blumen. Wie heißt denn dieses Wort? Der Vogel. Richtig, ich hab's gehört von dir. Strauß. Achtung! Strauß hat am Ende ein scharfes S, nicht 2. Nummer 3. Sollst du die Wörter nach dem ABC einordnen? Mit dem Wort mit A beginnen. Dann kommt das Wort mit B und so weiter. Achtung, wenn du 2 Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben hast, schaust du auf den zweiten Buchstaben, welcher im Alphabet früher kommt. Kleines Beispiel, Einbahnstraße und Edelstein. Da schauen wir nach dem E auf das D oder auf das I. Was kommt früher, das D oder das I? Okay, ich habe es gehört, das D. Also kommt Edelstein vor Einbahnstraße. Alles klar? Gut. Und bei der Nummer 4 sollst du nur die richtigen Formen schreiben. Du weißt schon. Ich stehe. Du stehst. Er oder sie steht. Und die sie, das Du haben wir jetzt gar nicht dabei. Mein Fehler. Und bei sie ist gemeint mehrere. Nicht nur einmal sie. Nicht das Mädchen oder die Frau. Die Frau steht, sie steht. Aber in dem Fall die Kinder. Die Kinder, sie stehen. Wunderbar, das schaffst du. Viel Spaß. Trax will was vom Eichhörnchen hören. Schon gut, du vorlauter Vogel. Also Kinder, Seite 11 vom Tierlexikon, das Eichhörnchen. Oder gut zuhören.
Das Eichhörnchen. Flink. Eichhörnchen rasen Baumstämme hinauf oder hinunter. Sie springen auch zwischen Ästen. Dabei verwenden sie ihren langen, buschigen Schwanz, der genauso lang ist wie der circa 15 bis 20 cm lange Körper, zum Steuern. Lebensräume des Eichhörnchens sind Laubwälder und Parks, wo sie genug Nahrung finden. Meistens Nüsse, Früchte, Pflanzen, Samen, aber auch Insekten oder Eier. In Afrika und Australien gibt es übrigens keine Eichhörnchen. Feinde des Eichhörnchens sind Greifvögel, Marder und Schlangen, die gerne Eichhörnchen fressen, die mit ihrem rötlich-braunen Fell aber ganz gut getarnt sind. Das heißt, man sieht sie nicht gut. Winterruhe. Eichhörnchen schlafen nicht ganz. Sie bleiben nur sehr viel in ihrem Nest. Das nennt man Kobel, das sie in Bäumen einrichten. Im Herbst sammeln sie Vorräte und verstecken sie. Oft so gut, dass sie sie selber nicht mehr finden. Aber ganz im Geheimen, meistens finden sie dann Vorräte, die ein anderes Eichhörnchen so versteckt hat, dass es sie nicht mehr gefunden hat. Will nur der Kleine spielen? Ach, ich glaube.